Satanische Vorhersagen in Serien und Spielen. For ourselves and for future generations, a new world order. Lasst uns mal auf einige Vorhersagen von den Simpsons eingehen. Wir sind hier, um die nächste schwachsinnige, gefickte Krise zu erfinden, die die Amerikaner wieder in ihre dunklen Zimmer zwingt, gefesselt an den Fernseher und zu ängstlich die Werbeblöcke zu überspringen. Das ist ein bisschen komisch, Brudi. Da sind wir jetzt drin in der Recherche, mein Houston. 8 Jahre bevor die Sache passiert ist, hat der das hier gepostet. Kobe Bryant wird bei einem Hubschrauberabsturz sterben. Kommen wir zu einer weiteren Reihe von Vorhersagen, die aber nicht von Zeichentrickserien, sondern von einem Kartenspiel gemacht wurden. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz, ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar werden wir jetzt auf das Video reagieren, Die Simpsons und Co. Satanische Vorhersagen in Serien und Spielen. Von dem Bruder Flex Doku. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hab Bock auf jeden Fall auf das Video. Ich hoffe, ihr auch. Wir gehen direkt rein, labern nicht groß rum. Let's get it. Yo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Alles bestens, mein Bruder. Ich hoffe, bei dir auch. Immer das Gleiche bei den Reactions. Immer auf seine Frage wird natürlich geantwortet an der Stelle. Finde ich auch süß, dass er das immer wieder fragt. Zu dem Film, der da gerade im Hintergrund gezeigt wird, habe ich auch ein Video gesehen. Ich glaube, das war von Norman Investigativ, oder? Wo der diesen Film, der da im Hintergrund läuft, ein angeblicher Kinderfilm auseinandernimmt. Und da sind auf jeden Fall heftige Zeichen drin. Schon seit den frühen 2000er Jahren wird immer wieder behauptet, dass Serien, Filme und Spiele Vorhersagen über echte Ereignisse treffen können. Wir werden uns viele verschiedene Beispiele zu diesem Thema anschauen und gehen auf einige davon näher ein. Zum Beispiel die Simpsons, das Illuminati-Kartenspiel, ein Haufen weiterer Zeichentrickserien und ein Instagram-Account, der vor 5 Jahren ein Video gepostet hat, das viele Fragen offen lässt. Auch gehen wir auf die... Das ist schon krass, ne, meine lieben Freunde? Was sagt ihr dazu? Also die ein oder anderen Sachen, die ich da gesehen habe, die sind schon wild. Also da denkt man sich echt, wie kann das möglich sein? Ordnung ein, von der immer die Rede ist und schauen uns an, was das Auge auf der Dollarnote bedeutet. Wir kommen heute wieder nicht drum herum, dass das Thema Satanismus aufkommt. Wir schauen uns ein paar Sachen an, die Andrew Tate behauptet hat. Und zwar, dass diese Vorhersagen etwas mit Satanismus zu tun haben. Was damit gemeint ist, erfährt ihr in dem heutigen Video. Wenn du kein Video mehr verpassen willst... Eigentlich müssten wir uns auch mal wieder ein Update von dem Bruder Andrew reinziehen. Da bin ich gar nicht im Bilde, wie gerade die aktuelle Situation ist. Er ist immer noch im Knast. Manche Leute sagen, dass er Lungenkrebs hat und so. Also dazu, falls einer ein Video dazu hat, update-technisch, dann haut mir das gerne auch in den Discord rein. Ausrufezeichen Discord in den Chat und Videovorschläge auf der linken Seite. Fetze denn. Abonniere und aktiviere die Glocke. Danke im Voraus. I've spoken of 1000 points of light. All the community organizations that are spread like stars throughout the nation doing good. What is the meaning of the words 1,000 points of light? And I discovered it means that there are about 1,000 illumined groups in the world today who are setting up the new world order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. And this karmic retribution. Die sagen das eigentlich, das ist schon hardcore, ne? Die sagen das einfach so. Ist ja keine Conspiracy, wenn die Leute das einfach so öffentlich selber sagen. Model and the way that Satanists view the world. And when I say Satanists, I genuinely mean people Satanist. Who worship real Satan. The people who are in charge of these brands and in charge of the Western world and in charge of the Matrix genuinely worship Satan. Bevor wir mit den Vorhersagen weitermachen, gehen wir ganz kurz auf eine neue Art von Energy Drink ein, die auf den Markt gekommen ist. Krass, der Bruder Flex hat auch immer wieder Sponsoren am Start, läuft bei ihm auf jeden Fall. Finde ich aber gut, dass er diese Themen weiterhin anspricht und auch geil, dass es mittlerweile Leute gibt, die so einen Shit trotzdem sponsoren, ja. Also der wagt sich da echt an Themen ran, die viele Leute vermeiden und deswegen feiere ich den Bruder auch. Wir skippen nichtsdestotrotz jetzt hier die Werbung und gucken weiter rein. Erster Link in der Beschreibung. Schauen wir uns mal kurz ein paar Details über die Serie an. Die Simpsons sind eine amerikanische Zeichentrickserie, die von Matt Groening kreiert wurde. Die erste Episode des Simpsons wurde am 17. Dezember 1989 ausgestrahlt. Seitdem hat die Serie eine unglaubliche Anzahl von über 700 Episoden produziert und ist damit die langlebigste Zeichentrickserie aller Zeiten. In den 2000er Jahren hat die Serie bei vielen durch ihre Vorhersagen an Popularität gewonnen, die mittlerweile schon Mainstream sind. Viele angebliche Vorhersagen sind eingetroffen, aber es gibt auch viele Daten, die im Internet rumgehen, die einfach gefaked wurden. Lasst uns mal auf einige Vorhersagen von den Simpsons eingehen. Erzähl mal, da bin ich jetzt gespannt. Habe ich auch immer mal wieder gehört, immer mal wieder so einen Clip gesehen, dass bei den Simpsons einige Vorhersagen am Start sind. Aber das ist schon, warum sollte man das so tun? Weißt du, wie ich meine? So, warum sollte man das in die Serien reinspreaden? Weißt du, was ich meine?
Habt ihr dazu eine Theorie, warum das so ist und ob das auch real ist oder nicht? Was sagt ihr dazu, Chat? Gleich gehen wir noch auf viele weitere Serien und Spiele ein, wo sowas ebenfalls passiert ist. Eine der interessantesten Simpsons-Vorhersagen soll die Corona-Sache vorausgesagt haben. In Staffel 22, Episode 6, die im Jahr 2010 ausgestrahlt wurde, wird eine Szene gezeigt, in der sich die Medienunternehmen versammelt haben und eine neue göttliche Krise erzeugen wollen. Ein Mann sagt Folgendes. Das große Geheimtreffen der Medienimperien Amerikas. Wir sind hier, um die nächste schwachsinnige, gefickte Krise zu erfinden, die die Amerikaner wieder in ihre dunklen Zimmer zwingt, gefesselt an den Fernseher und zu ängstlich die Werbeblöcke zu überspringen. Darauf wird gesagt, dass die alte Taktik der Gesundheitspanik doch am besten wäre. Eine Frau in dem Meeting sagt, eine neue Krankheit, niemand ist immun. Sowas wie 9/11, aber anstatt der Terroristen ist es eine Epidemie. Worauf ein weiterer Mann sagt, wir können doch nicht einfach eine Krankheit erfinden. Wenn wir moralisch integer sein wollen, müssen wir ein echtes ausbrechen lassen. Ein weiterer Mann in dem Meeting holt eine Spritze mit dem Virus raus und injiziert diese in eine Person. Die Person bricht zusammen und fängt an zu hecheln. Wow. Wow. Großartig. Hört unsere Das Ding ist halt auch so ein Virus, so ein Thema, also so ein Virusthema ist ja auch nicht weit hergeholt. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir auch ein Virus haben und so. Wer weiß, ob das nicht auch schon mal so als Planspiel durchgespielt wurde, hat man auch schon gesagt, dass gewisse Regierungen schon mal so geguckt haben, was passieren würde, wenn denn ein Virus kommen würde und so. Also es ist ja nicht so weit hergeholt. Es kann meiner Meinung nach auch immer noch Zufall sein, oder? Krankheit hätten wir. Viele haben diese Folge und besonders diese Szene hier mit der vor kurzem ausgebrochenen Krankheit verglichen. Eine weitere angebliche Vorhersage ist diese hier. In der Episode Bart Blick in die Zukunft, Staffel 11, Episode 17, die im Jahr 2000 ausgestrahlt wurde, wird eine Szene gezeigt, in der Lisa Simpson als zukünftige Präsidentin der Vereinigten Staaten dargestellt wird. I like that. In der Episode wird angedeutet, dass sie die Folgen einer Katastrophe übernehmen muss, die vom Vorgängerpräsidenten Trump verursacht wurde. Dies kann als Vorhersage interpretiert werden, da Trump im Jahr 2016 Präsident geworden ist. Doch über Trump und die Simpsons gehen noch einige weitere Clips rum, die so nicht stimmen und die uns zeigen, warum man lieber 2 bis 3 Mal nachschauen muss, bevor man etwas glaubt. Zu sehen ist Trump, der als Präsident kandidiert. Im Internet geht das Gerücht rum, dass diese Episode vom Jahr 2000 ist. Doch es ist nicht mal eine Episode und auch nicht vom Jahr 2000, sondern ein 2-Minuten-Kurzfilm aus dem Jahr 2015, der Trump-Tastic Voyager heißt. Trump gab am 16.06.2015 bekannt, dass er kandidieren wird. Also ist der Clip im gleichen Jahr entstanden. Ja, das ist schwierig, meine lieben Freunde. Ja, dazu sagen, okay, das wird extra gespreadet, damit die Leute sich schon mal unterbewusst auf diese Sachen vorbereiten und so, ist halt schwer zu sagen, weißt du, was ich meine, so? Weil, ich weiß nicht, viele von den Dingen auch einfach, man kann ja auch, ja, ich weiß nicht, ich bin da im Zwiespalt so, weil ich denke, es kann auch immer noch einiges auch Zufall sein, weißt du, hinter jedem Ding irgendwie einen Komplott zu vermuten und hinter jeder Serie von Simpsons irgendwelche Zeichen zu sehen und zu sagen, das ist das nächste Ding, was kommt, weil die Simpsons bereiten uns ja immer darauf vor und so, ist, glaube ich, auch gefährlich. Weißt du, was ich meine? Weil es ist, glaube ich, nicht so. Man sollte halt gucken, dass man sein eigenes Verständnis anschmeißt, sein eigenes, weißt du, wie ich meine, so, dann einfach hinschaut und guckt, was sein Gefühl einem sagt, so. Aber jetzt über die Simpsons, nee, also ich kann mir vorstellen, es gibt jetzt Leute, die benutzen die Simpsons als Orakel, Digga. Die gucken jede Folge, um zu gucken, was als nächstes passieren könnte. Ist, glaube ich, ein bisschen too much. Und wahrscheinlich ein Promoclip für seine Wahl. Auch geht dieser Clip hier rum. Dieser Clip ist nicht fake, aber aus demselben Jahr, in dem die realen Aufnahmen von Trump gemacht wurden. Eine weitere Szene, die man als Vorhersage interpretieren kann, ist die Episode Home on New York, Staffel 9, Episode 1. In der Episode wird diese Szene hier gezeigt. Lisa hält ein Magazin, wo zu sehen ist, dass eine Busfahrt nach New York $9 kostet. Die 2 Türme auf dem Magazin bilden eine 11. Das kann auf 9/11, also die Anschläge am 11. September, angedeutet werden. Die Episode wurde 1997 ausgestrahlt, 4 Jahre bevor die Sache passiert ist. Eine weitere... Ja, schwierig. Schwierig. Das sieht schon weird aus, so, dieses 9/11, aber Bro, wenn du suchst, dann findest du überall irgendwas. Weißt du, was ich meine? Vor allen Dingen im Nachhinein. Weißt du, was ich meine? Vor allen Dingen im Nachhinein kannst du alles durchstöbern und dir alles reinziehen und dann siehst du auf einmal Sachen, die gar nicht da sind. Auf der anderen Seite weiß man natürlich nie. Bro, subliminal message, I don't know. Ich bin da eher skeptisch bei solchen Sachen, wenn ich ehrlich bin. 1997 ausgestrahlt, 4 Jahre bevor die Sache passiert ist. Eine weitere Vorhersage ist in Staffel 4, Episode 12, wo diese Szene hier gezeigt wird. Im Hintergrund ist ein Bild von einem brennenden Gebäude zu sehen. I like that. Ich denke mal, die Szene erklärt sich von alleine.
Über dieses Ereignis gibt es komischerweise am meisten Vorhersagen. Schaut mal ein paar kurze Clips an. Okay, das ist krass, Digga. Einfach coming soon, weißt du, was ich meine? 2001. Ach du Scheiße. April, 27. April 2001. Und dann so ein coming soon Schild, das ist schon wild, Bro. Im selben Jahr. Das ist ein bisschen komisch, Brudi. Da sind wir jetzt drin in der Recherche, meine Jutzen. Ich meine, okay, die World Trade Center war noch eine Art, wie sagt man, so ein Wahrzeichen von New York, weißt du, dass damit viel gespielt wird, auch in Serien und so, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber das eine Bild hat mich ein bisschen, das fand ich ein bisschen komisch. Das 2001, coming soon, das fand ich schon ein bisschen auffällig an der Stelle. Natürlich kann man hier jetzt sagen, dass die Türme ja berühmt waren und das vielleicht ein Zufall ist. Aber es ist schon komisch, dass immer wieder dieselben Türme zu sehen sind. Warum zum Beispiel nicht die Freiheitsstatue? In einer Folge von Iron Man, die im Jahr 1994 ausgestrahlt wurde, wird in derselben Folge gezeigt, wie die Türme und der Pentagon zerstört werden. Also genau das, was im echten Leben passiert ist. Ein weiterer sehr interessanter Clip ist auf einem Instagram-Kanal zu finden. Das Video wurde 2015 hochgeladen und ist im Jahr 2020 wegen einer bestimmten Szene viral gegangen. Schaut mal kurz den ganzen Clip. Ja, Digga, das habe ich auch gesehen. Und schaut, was ihr erkennt. Der Clip geht nur 15 Sekunden. Der Clip geht nur 15 Sekunden. I can't breathe. Krass. In dem Video sind viele Symbole und verschiedene Bilder zu sehen. Bestimmt hat jedes Bild eine Bedeutung. Wir gehen aber nur auf eine Szene ein. Zum Beispiel die Freiheitsstatue mit einer Maske, die im Video zu sehen ist. Wie bereits erwähnt, wurde das Video 2015 hochgeladen. Das mit den Masken ist ja erst 2020 passiert. Kommen wir zu einem weiteren Clip, der sich iPad Go 2 nennt. Crazy, 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 crazy. 2012 veröffentlicht wurde. Das ist krass, dieses iPad Go ist krass. Das ist wirklich krass. Clips sind viele verschiedene Botschaften versteckt. Wir wollen aber nur auf eine Szene eingehen. In einer Szene des Fake Messias-mäßig Clips wird ein Gebäude gezeigt, das der Kathedrale Notre Dame ähnelt. In der Szene stürzt das Gebäude ein. Im Jahr 2019, also 7 Jahre nachdem das Video veröffentlicht wurde, sind fast identische Szenen im echten Leben entstanden. Und zwar als die Kathedrale von Notre Dame in Paris wirklich abgebrannt ist. Schaut mal, wie ähnlich der Einsturz vom Gebäude ist. Noch ein weiterer Cartoon, in dem Vorhersagen... Das ist crazy, das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, mal die... Ich glaube, das war Norman Investigativ, der das Video auseinandergenommen hat mit den Zeichen iPad Code. Subliminal Messages iPad Code, müsst ihr mal eingeben. Ist krass. ...wurden, ist Legends of... Könnten wir eventuell sogar hier im Stream mal reinziehen, wenn ihr Bock habt. ...in Heights. Und zwar der Tod von Kobe Bryant durch einen Helikopterabsturz. Am 26. Januar 2020 starb Kobe Bryant und seine Tochter bei einem Hubschrauberabsturz in Calabasas, Kalifornien. Es kamen insgesamt 9 Menschen ums Leben. So ein ähnlicher Vorfall ist schon mal in der Zeichentrickserie Legends of Chamberlain Heights vorgekommen und wurde schon 3 Jahre vor dem Unfall ausgestrahlt. Eine weitere Vorhersage zum Tod von Kobe Bryant kommt von einem Twitter-Account. Rest in peace. Safe. Okay, das ist auch like krass. Guck mal, was da steht, meine lieben Freunde. Kobe is going to end up dying in a helicopter crash. Im Jahr 2012, also 8 Jahre bevor die Sache passiert ist, hat der das hier gepostet. Kobe Bryant wird bei einem Hubschrauberabsturz sterben. Gleich gehen wir auf 2 Versionen ein, wie sowas überhaupt möglich sein kann. Kommen wir zu einer weiteren Reihe von Vorhersagen, die aber nicht von Zeichentrickserien, sondern von einem Kartenspiel gemacht wurden. Und zwar das Illuminati-Kartenspiel. Das Illuminati-Kartenspiel ist ein Sammelkartenspiel, das von Steve Jackson veröffentlicht wurde und 1982 erstmals auf den Markt gekommen ist. Seit 1994 sind mehrere Erweiterungen dazugekommen. Das Spiel umfasst ca. 220 Karten mit verschiedenen Themen und hat im Laufe der Jahre aufgrund seiner Vorhersagen an Berühmtheit erlangt. Gehen wir mal auf ein paar Karten ein.
Zum Beispiel diese hier. Zu sehen sind die Zwillingstürme und das Pentagon. Ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Wie schon vorher erwähnt, wurde das Spiel 1982 erstmals veröffentlicht. Also mehr als 18 Jahre bevor die Sache passiert ist. Eine weitere Karte ist die hier, die übersetzt Ölpest heißt. Im Jahr 2010 gab es so ähnliche Szenen, als im Golf von Mexiko ein Ölleck entstanden ist. Das Öldesaster im Golf von Mexiko war eines der größten Umweltkatastrophen in der Geschichte der Ölindustrie. Am 20. April 2010 ereignete sich eine Explosion auf der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. Die Explosion führte zum Tod von 11 Mitarbeitern und verursachte eine massive Ölpest, bei der mehr als 4,9 Millionen Barrel Öl ins Meer geflossen sind. Digga, 4,9 Millionen Barrel Öl. Was das für die Natur bedeutet, weißt du, wie ich meine? So, das ist crazy, wie viele Tiere da wahrscheinlich gestorben sind. Wie viele... Boah, Digga, das... Krank. Das Öl breitete sich über eine Fläche von rund 110.000 Quadratkilometern aus und erreichte die Küsten von Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida. BP, British Petroleum, übernahm die Verantwortung für das Öldesaster und zahlte eine Rekordstrafe von 20 Milliarden US-Dollar an die US-Regierung. An die US-Regierung? Und was haben die mit dem Geld gemacht, Bro? Hm? In die Waffenindustrie reingesteckt, um weitere Kriege anzuzetteln, damit die noch mehr Öl kriegen oder was? Weißt du, was ich meine? Diese 20 Milliarden müssten an die Mutter Natur gehen. Euer Geld könnt ihr auch euch in den Arsch schieben, so. Weißt du, was ich meine, so? Tu was für die Natur im Gegenzug und gib nicht dem amerikanischen Staat 20 Milliarden, als ob der irgendwas für die Umwelt tut. Mutter Erde hat das Geld verdient, ich schwöre. Denke mal, diese Karte erklärt... Nicht das Geld, sondern diese Energie, diese positiven Vibes, so. Mach irgendwas anderes, mach was für die Erde. Keine Ahnung, Alter. Mach ein Naturschutzgebiet oder what the fuck, was auch immer. Von alleine. Auch gibt es eine Karte, die Trump darstellen soll. Genau wie eine Karte, die Julian Assange darstellen soll. Krass. Okay, das Kartenspiel ist schon ein bisschen weird auf jeden Fall. Diese zwei Karten sind auch sehr interessant. Und zwar über die Zensur und die politische Korrektheit. Heutzutage muss man 10-mal nachdenken, bevor man einen Satz ausspricht. Da sonst immer irgendjemand kommt, auch wenn es die kleinste Kleinigkeit ist und sich respektlos behandelt fühlt. In den Jahren, in denen die Karten veröffentlicht wurden, war das nicht so. Und dahinter sollen bestimmte Leute stecken. Man kann über bestimmte Themen nicht mehr reden und bestimmte Tatsachen nicht mehr ansprechen, weil bestimmte Leute sich dann angegriffen fühlen. Ein gutes Beispiel zeigt eine Karte. Wir sehen auf einer der Karten zwei Personen, die gehängt wurden. Jeder von ihnen hat ein Schild um den Hals hängen. Auf dem einen steht, ich habe Fleisch von einem toten Tier gegessen. Und bei dem anderen steht, ich habe unsensible Pronomen benutzt. Ich glaube, dazu braucht man nicht viel sagen. Leute, es gibt zwei Karten, für die ich jeweils ein einzelnes Video machen werde. Krass. Der macht einzelnes Video darüber, das ist crazy. Ja, Yasuke, Mann, ich hab's gesehen, Bro. Way, yo. Diese Karten-Vibes sind heftig. Yasuke, pack eins von diesen Videos, was du hast. Wenn du ein geiles Video hast, pack's in den Discord rein. Da müssen wir definitiv noch mal ein bisschen tiefer in die Recherche reindippen, was dieses Kartenspiel angeht. Und zwar diese hier. Über die angeblich gefakte Mondlandung, die vom Regisseur Stanley Kubrick gedreht wurde. Und wild. Schöne Grüße gehen raus an Keanu an der Stelle. One love, bro. Die Karte hier. Über eine gefakte Alien-Invasion, die angeblich noch passieren soll. Leute, mal abgesehen davon, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Die Geschichte über diese Karte hier ist eine der interessantesten Geschichten, die im Internet rumgehen. Wenn ihr die zwei Videos nicht verpassen wollt, abonnieren und Glocke aktivieren. Eine weitere Karte ist die, A Thousand Points of Light, also 1000 Punkte des Lichts. So ein ähnliches Bild ist im Jahr 2017 entstanden. Kurz zu der Bedeutung von diesen Worten. Diese Worte wurden schon sehr oft in der Geschichte der Vereinigten Staaten erwähnt. Angeblich sollen sie bedeuten, dass es auf der ganzen Welt 1000 illuminierte Gesellschaften gibt, die dafür sorgen, dass eine neue Weltordnung, also eine Ein-Weltregierung zustande kommt. Das sind die, gegen die Kennedy kämpfen wollte und deswegen verreckt ist, bruv. Fuck. I've spoken of 1000 points of light, of all the community organizations that are spread like stars throughout the nation doing good. Endless, enduring dream and 1000 points of light. 1000 points of light. What did that mean? Does anyone know? What is the meaning of the words, 1000 points of light? And I discovered it means that there are about 1,000 illumined groups in the world today who are setting up the new world order. In diesem Vortrag wurden auch ein paar sehr interessante Sachen zu den Symbolen auf der 1-Dollar-Note gesagt.
Das ist sowieso krass, dass sie das einfach so auf die Dollarnote draufpacken. Einfach so eine Pyramide mit dem erleuchteten Auge oben drauf und so. Ey, I don't give a fuck. Weißt du, was ich meine? Das ist schon heftig. Ich finde das schon krass. Also die Amerikaner machen auch keinen Hehl daraus. Weißt du? Es gibt ja auch schon viele Präsidenten, die das angesprochen haben. Wie gesagt, Kennedy. Ich glaube, Trump hat auch schon mal davon geredet. So. Also, dass es da gewisse Eliten gibt und gewisse Gruppen gibt, die einen riesen Einfluss auf die Menschheit haben, das ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar, oder? Für das angeblich das Auge auf der Pyramide der 1-Dollar-Note das Auge Satans ist. Die 13 Etagen der Pyramide symbolisieren die 13 obersten Machtgruppen, die eine Weltregierung aufbauen wollen. Unter der Pyramide steht auf Latein Novus Ordo Seclorum, was neue Ordnung der Zeiten heißt, also eine neue Weltordnung. Angeblich sollen mächtige Personen darauf hinausarbeiten, eine Einordnung unter einer Fahne, einem Herrscher und einer Weltreligion herbeizuführen. And these men belong to the esoteric degrees and are very keen on setting up a one world government or a one world political system and a one world church. Now, in the light of the information you've heard, let's now explain the seals on the dollar to you before we go any further. Krasses Video, ist auch alt, glaube ich, gell? First of all, we notice that the eye in the triangle is the eye of Satan or Lucifer. The 13 layers now refer to the 13 power groups who are setting up the one world government or the new world order. Which of you remember George Bush speaking just prior to the Gulf War? Do you remember? He came on television and he said the words new world order. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. Then he said again. Die mit ihren Big Ideas und nur. Die beiden Bushes, Bro, die sind für mich auch, Digga, das ist, also wenn ich die angucke, dann sehe ich was Böses. Sag ich die Hand aufs Herz, beide. New World Order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct. Not the law of the jungle, bro. Law of the jungle, bro. The way of nature is always right. The way of man is the way of miscalculations and confusion. Of nations. When we are successful, and we will be. Kurz mal erklärt, was die neue Weltordnung sein soll. Zuerst mal soll diese Weltordnung nicht neu sein. Diese verfluchten... Nein, wir bleiben positiv, meine lieben Freunde. Einmal kurz durchatmen. Diese Leute, die einfach die Natur kaputt machen wollen und die wollen, dass wir irgendwelche Roboter anbeten und die wollen uns das wegnehmen, was uns eigentlich erfüllt. Liebe, Natur, Gott, alle diese Sachen sind die Sachen, die uns eigentlich wirklich erfüllen. Das wollen die uns wegnehmen, weißt du, wie ich meine so? Es kann doch wohl nicht wahr sein, das dürfen wir nicht mit uns machen lassen, Freunde. Connect back to nature, geht so viel wie möglich in die Natur, guckt so viel wie möglich von dem Scheiß, was die uns eintrichtern, um uns zu programmieren. Ich schwöre dir, guckt so wenig wie möglich Unterhaltung, konzentriert euch auf euer Leben, auf eure Familien, Zusammenhalt innerhalb der Familie, ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau. Lasst euch diese ganzen Sachen niemals ausreden, Freunde, weil es muss einfach ein paar Leute geben, die nicht mitspielen und nicht in diese Matrix mitgehen, weil wir müssen irgendwann die Welt retten. Ja? Also bleibt stabil, bleibt positiv, bleibt liebend. Was soll es schon mal in alten Zivilisationen gegeben haben, wo alle Nationen unter einem Herrscher... Das ist doch Mexiko, oder? Apropos Yucatan, ey, die Chichen Itza, die eine Pyramide ist auch eine von den 7 Weltwundern. Da gehen wir definitiv zusammen hin. Und für da werde ich mir auch genug Internet aufladen. Ich werde auf jeden Fall einen Vlog machen, aber ich will dann vor Ort an der Pyramide auch den Stream anschmeißen. An der Stelle. Das wäre doch geil. Oder eins in den Chat, wenn ich das machen soll. Umgekommen sind. Und zwar sollen reiche Leute daran arbeiten, die Souveränität von Staaten zu untergraben, um eine globale Diktatur zu schaffen. Das ist die Pyramide in Mexiko. Guck mal, da gehen wir hin. Gehen wir zusammen. Und zwar sollen reiche Leute daran arbeiten, die Souveränität von Staaten zu untergraben. Das ist aber eine andere, das ist nicht Chichen Itza, glaube ich. Um eine globale Diktatur zu schaffen. Lasst uns mal kurz darauf eingehen, warum man sowas wie Vorhersagen in Filme und sowas einbaut. Dazu gibt es 2 Versionen. Schauen wir uns die erste Version an. Und zwar soll es eine Taktik geben. Machu Picchu, ja genau. Ich glaube, es ist die. Die sich Predictive Programming nennt. Predictive Programming basiert auf der Annahme, dass die Medien absichtlich verwendet werden, um das Verhalten und die Einstellung der Menschen zu beeinflussen. Guten Morgen. Behauptet wird, dass durch das ständige Betrachten bestimmter Bilder, Szenarien oder Ereignisse in Filmen, Fernsehsendungen oder Musikvideos die Menschen eine Art mentale Programmierung durchlaufen, die ihr Verhalten und ihre Einstellung zu den jeweiligen Ereignissen beeinflussen kann.
Safe. Zum Beispiel kann ein Film oder eine Fernsehsendung eine bestimmte politische oder soziale Agenda haben, die durch bestimmte Bilder, Symbole oder Ereignisse dargestellt wird. Man formt sozusagen unterschwellig die Meinung der Leute mit bestimmten Botschaften, die in Filme eingebaut werden. Außerdem werden die Leute auf bestimmte Szenarien desensibilisiert. Die zweite Version... Das war ja schon immer so, ne? Damals auch. Vietnamkrieg etc., Rambo, Mambo und so, wurde ja schon immer genutzt. Hollywood und Filme und diese ganze Industrie wurde schon immer genutzt, um die Menschen und deren Meinung in eine gewisse Richtung zu lenken. Der Russe war schon immer der Feind, auch bei uns in Deutschland. Nicht schon immer, aber seit langer Zeit immer der Feind. Und dieses Feindbild wurde über Jahre, über Jahrzehnte aufgebaut, sodass es auch schwerfällt, da überhaupt noch neutral an die Sache ranzugehen, auch als Amerikaner, so, weißt du, was ich meine? Das wurde ja schon immer genutzt, um die Menschen in eine gewisse Richtung zu programmieren, damit die dann am Ende des Tages auch diese politische Agenda, die man durchdrücken möchte, auch mit unterstützen. Sonst hast du viel zu viele Leute wie in Lovelock, die dann querdenken, rechts, links denken. Und das wird dann viel zu anstrengend. Weißt du, was ich meine? Das wird dann viel zu anstrengend. Deswegen wird das safe genutzt. Ich weiß nicht, ob jedes Zeichen und jede Zeichentrickserie irgendwie wirklich echte Vorhersagen drin hat oder nicht drin hat. Das kann ich nicht so gut verifizieren. Aber dass dieser ganze Komplex Entertainment, Unterhaltung dazu genutzt wird, um die Menschen unten zu halten und eine gewisse Richtung zu programmieren, ist für mich mittlerweile Fact. Und deswegen wird von meiner Seite aus kaum konsumiert. Also ich ziehe mir wirklich ganz, ganz, ganz wenig rein. Ich höre aktuell den ganzen Tag nur Reggae-Music, klassische Musik und Solfeggio-Frequenz beim Yoga machen, Solfeggio am Tag. Und ansonsten schneide ich meine Videos, gehe ins Gym oder gehe raus in die Natur. Ich lasse mich aktuell wirklich null programmieren von dem, was mir dazugeführt wird, über diese ganzen Kanäle Netflix, YouTube, Pornhub oder was auch immer so, weißt du? Detox von dem ganzen Scheiß, meine lieben Freunde. So etwas machen sollte, erzählt uns Andrew Tate. Und zwar kam das Thema Balenciaga und versteckte Botschaften auf. Ich denke, einige von euch haben den Skandal mitbekommen. Auf jeden Fall hat er behauptet, dass die Vorhersagen etwas mit Satanismus zu tun haben. Zuerst einmal behauptet Andrew Tate, dass die Mehrheit der Leute, die die Welt regieren, Satanisten sind. Diese Behauptung wird komischerweise sehr oft gemacht. Und mit Satanisten ist nicht die neue Bewegung des Satanismus gemeint, sondern der alte, klassische Satanismus, in dem man wirklich den Teufel anbetet und nicht nur als Symbol der Rebellion sieht. Satanisten glauben an Karma. Wenn sie jetzt zum Beispiel alles, was sie vorhaben, ohne die Menschen davor zu warnen, durchziehen würden, würden sie negatives Karma ansammeln. Das habe ich auch schon sehr oft gehört, dass die quasi den Menschen zeigen müssen, was passiert und gewisse Sachen auch rausbringen müssen. Weil ich habe mich auch immer gefragt, dieser Balenciaga-Skandal und solche Sachen, warum machen die das? Wieso machen die das, dass die da Kinder hinstellen und dann offensichtlich mit so Sexspielzeug und dann auch noch auf dem Tisch von dem gleichen Fotoshooting dann Akten drauf liegen haben von einem Prozess, wo es um Pädophilie geht und so. Warum machst du das, weißt du? Und dann hat mir auch jemand gesagt, ich glaube, es war Laura sogar, die hat gesagt, ey, die müssen das tun. Die müssen uns das zeigen, weil sonst geht es auch nicht mit deren Religion einher. Das heißt, die müssen uns zeigen, was die tun. Und deswegen sieht man immer mal wieder so verstörende Sachen, weißt du? Letztendlich auf sie zurückfallen würde. Deshalb bauen sie Botschaften in Filme, Serien und so weiter ein, damit sie kein schlechtes Karma verfolgt. Sie haben dann sozusagen die Leute gewarnt. Wenn man die Botschaften entziffert und nichts dagegen macht, ist man selber schuld. Er hat ein sehr interessantes Beispiel genannt. Why are they doing this? And I don't think many people understand why a brand like Balenciaga would so openly show the world that they are trying to promote pedophilia. Tell them. I'll tell them why. So, some could argue that they're trying to advertise it and encourage it. Normalize. And that is the case. That is what they're trying to do. But it actually goes a level deeper than that. Satanists, people who worship Satan, believe in karmic retribution. They believe that they can... Der weiß auch Bescheid, Bruder, der G-Langer, der Top-G-Langer. Free Andrew Tate an der Stelle, ich schwöre dir. Suffer the consequence of lying and tricking you. So the very simple premise is this. If I sell poison apples, and I write, apples, and you come and eat one, I poisoned you. But if I sell poison apples, and I have a sign that says, apples, they're poison, and you come and eat one, you committed suicide. I haven't murdered you, you've committed suicide. That's what Satanists believe. Satanists believe by telling you what they're doing, they don't have any karmic retribution. I'm not responsible I'm not responsible for all the negative fallout from my actions if they understood what I was doing and allowed me to do it.
This is why they show you and tell you what they're doing. If I show you and tell you that we are pedophiles and you continue to buy our products, then you're supporting pedophiles and you're obviously okay with us being pedophiles. If I do it hidden behind your back, then you can argue and say, I didn't know they were pedophiles. But by showing you, I've shown you I'm a pedophile, you still want to wear my t-shirt. So obviously what I'm doing is okay. And this karmic retribution model and the way that Satanists view the world, and when I say Satanists, I genuinely mean people Satanists, who worship real Satan. The people who are in charge of these brands and in charge of the Western world and in charge of the Matrix genuinely worship Satan. Guck mal, wie der abgegangen ist, weißt du, was ich meine? Was der alles rausgeknallt hat, einfach so direkt live und direkt, einfach so, ohne darauf zu achten und canceln und diese ganze Scheiße und so. Ich finde das heftig, Mann. Ich bin froh, dass es so jemanden gab und gibt. Weißt du, was ich meine? So wirklich. Weil ich bin auch einer von diesen Kandidaten und das motiviert. Wenn du siehst, dass Leute sich noch trauen, genau diese Dinge auch anzusprechen, von denen sie überzeugt sind, weißt du? Kanye West ist auch so einer. Man muss nicht hinter allem stehen, was die Jungs erzählen. Aber die haben die Eier und den Mut, die Dinge anzusprechen, die sie denken. Und keiner in der Öffentlichkeit, der so einen großen Status hat, der so viel Reichweite hat und dem so viele Leute zuhören, sagt sowas, weil die ganz genau wissen, dass sie dafür auseinandergenommen werden und gefickt werden. Das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass da was dran sein muss. Sobald du anfängst, gegen solche Dinge zu reden, sobald du sowas erzählst, auf einmal wird deine Karriere kaputt gemacht. Genauso wie bei mir, wenn ich anfange, über Corona zu reden, System zu kritisieren, bisschen quer zu denken und so ein Scheiß. Daran merkst du schon, da ist auf jeden Fall eine Art Kontrollmechanismus drin und da ist was dran. Und deswegen dürfen diese Menschen niemals aufsterben, die sich trauen, sich hinzusetzen, das zu sagen, was sie denken, auch wenn das Dinge sind, die für viele und für den Mainstream vielleicht wild klingen. Das muss es immer wieder geben. Muss es immer wieder geben. Und ich hoffe, dass immer mehr Leute damit auch angesteckt werden, weil es muss den Nächsten geben. Weil ihr merkt ja auch, wie schnell diese Leute immer wieder aus dem Weg rausgeräumt werden. Andrew Tate ist im Knast, Kanye West hält auch seine Schnauze gerade, ist verschwunden. Wer ist denn noch da? In Deutschland gibt es kaum noch Leute. Kianosch ist da, ich bin da, Belasch ist da. 2, 3, 4 Leute sind da auf jeden Fall. Aber das war es dann auch schon wieder, weißt du? Es muss immer wieder neue Leute geben. Deswegen versuche ich auch hier diese Videos zu machen, weil ich hoffe, dass ich den nächsten Dude und den nächsten Bruder oder die nächste Schwester dazu motivieren kann, auch in die Öffentlichkeit zu gehen und auch diese Dinge anzusprechen, weil es muss immer wieder jemanden Neues geben. Wir müssen diesen Cycle aufrechterhalten, weil sonst haben die uns. When you understand, get out the Matrix, motherfuckers. And the idea of karmic retribution, you can apply that to so many scenarios. They're doing this with everything. Karmic retribution isn't just about Balenciaga. Let's look at the recent scam of... They made it very clear to you it was bullshit. Was denkt ihr über dieses Thema? Glaubt ihr, dass es so ist, wie Andrew Tate behauptet, oder sind das alles Zufälle? Schreibt es unten in die Kommentare. Nein, Bruder. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass alles Zufälle sind. Ich glaube, den ein oder anderen Zufall wird es geben. Man kann nicht überall immer Zeichen vermuten, weil da, wo du suchst, wirst du auch finden. Aber ich bin überzeugt davon, dass definitiv einige Dinge sehr krass gesteuert und gelenkt werden. Und vor allen Dingen, wenn es um diese ganze Satanismus-Sache geht, um Teufelsanbetung, da bin ich überzeugt davon, dass es diese Menschen gibt. Weil meiner Meinung nach, wenn du in so einer hohen Machtposition bist, dass du über große Teile der Welt entscheidest, musst du deine eigene Menschlichkeit beiseite legen. Weil als menschlicher Mensch kommst du diesen ganzen Leuten und den Plänen, die die haben, in die Quere, so, weißt du? Ich glaube, die lassen nur Leute hoch, die das Menschliche, die Liebe, die das Gute, die das Göttliche ablegen und den Weg folgen, damit sie dann dahin kommen können und von dort aus dann die unmenschlichen Sachen durchziehen, die sie aktuell gerade auch durchziehen, weißt du? Also es ist ein Zusammenspiel, glaube ich, aus ein oder anderen Zufällen vielleicht, aber auch viele Pläne auf jeden Fall dahinter, denke ich. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonniere und aktiviere die Glocke. Danke im Voraus. Gutes Video, Digi. Fühl ich, feier, ich hab mich geprägt, bruv. Flex Doku den Man. Ist mal Liebe da, meine lieben Freunde, ja? Falls ihr bei YouTube zuguckt, geht rüber. Flex Doku, die Simpsons und Co. Satanistische Vorhersage. Vorhersagen in Serien und Spielen. Wilde Reaction, wildes Video. Sehr gut. Finde ich geil, dass der Flex Doku immer mal wieder solche Videos auch macht und sich da nicht einschränken lässt und Schiss davor hat, irgendwie, vielleicht auch einen kleinen Shitstorm abzubekommen oder so. Finde ich gut.